Bühne frei für Bauer Sepp. Und sind ihr noch gut drauf? Ja! Zicki-Zacke, Zicki-Zacke! Also, ich war mit meiner Mutti auf Mallorca. Jetzt müssen wir euch vorstellen, jetzt kam ich so an das Hotel und da war da vorne ein wunderschöner Papagei. So ungefähr wie bei dir, Manu, da ein bisschen die Federn so schön bunt. Und ich dann so hin, weil ich liebe Tiere. Ich mache, hallo, ey, du bist ja ein wunderschöner Vogel. Kannst du meinen Namen sagen? Ich heiße Sepp. Dann hat er gemacht, oh, oh, Sepp, Sepp. Mama, Mama, guck mal, der kann meinen Namen sagen. Oh, oh, Sepp, Sepp. Du bist ja voll Depp. Nee. Meine Mutti ist schon geschollt. Kennst du mir vielleicht mal helfen mit dem Koffer? 7 Tage Mallorca. Nicht, dass sie so 1 oder 2 Köfferchen dabei hat. Nein, 10 Köfferchen mussten sie sind. So, ich geholfen meiner Mutti die Koffer darin tragen. Jedes Mal an dem Papagei vorbei. Blickkontakt. Fängt er jedes Mal an. Oh, oh, Sepp, du bist ja voll Depp. Brauchst nicht so viel lachen, ne? Beim vorletzten Koffer habe ich gesagt, wenn du jetzt noch einmal deine Schnabel aufmachst, dann reiß ich dir den Koffer ab, haben wir einen Zustand. Wo war? Ich den letzten Koffer geholt, an den Papagei vorbei. Sagt doch der zu mir, ich sah nichts mehr, aber du weißt Bescheid. Aber ich habe gewiss, warum ich das Hotel mir ausgesucht habe. Jetzt halte euch fest. Die hatten 2 Animationen, instruktive dabei. Und an dem Abend haben die eine Animation, ein Landwirtschaftsbauerball. Lassen euch das auf die Zunge zergehen, ein Landwirtschaftsbauerball. Da bin ich so genau richtig. Ich dorthin an die Animation. Hätte war schon die erste verklebt kommen als Strohbose, die nicht als Dreschmaschine. Ich da ringelaufen auf den Landwirtschaftsbauerball. Es waren nur 2 an der Theke, haben sich unterhalten. Dann hat die End gesagt: Oh, ich habe ja heute keinen Klick. Ich gehe als heirisch. Mir haben seine oben schon 2 Zähne ausgeschlagen. Dann hat die Anna gesagt: Du hast ich aber mehr Klick. Ich gehe als Sens und ich bin heute oben schon 5 Mal gedengelt worden. Hab ich oder Annie kennengelernt und haben du mir ein paar Bier vom Glas getrennt. Es war mir so voll. Ich wollte aber Gentleman sein. Dann ich sag, komm, ich bring dich auf dein Zimmerchen. Ja, sie ist so nicht von da. Sie ist in einem ganz anderen Hotel. Kenne ich mich ja super in Mallorca aus. Dann hat die gesagt, das ist am Bahnhof, das werde ich finden. Ja. Mir da gelaufen. Jetzt waren da Bahnschiene gewesen. Ich denke, ich bin ja nicht blöd. Da laufe ich entlang, dann komme ich dorthin. Mir auf der Bahnschiene entlang gelaufen. Nur 10 Minuten
von dir. Selbst die Treppe, die hören ja gar nicht mehr auf. Ja, die Treppe ist nicht schlimm, schau, wenn das Geländer nicht so tief wäre. Ja. Heute ist im Kreuz. So, das Ankommen, ich sage, also ich schlafe jetzt nie mehr zurück. Gut, das geschlafen, ins Bett gelegt, fort warmer. Nächste Tag sind wir runter ans Frühstück. Mein Lieber, war das ein vornehmes Hotel. Wir sind da hingehockt und überall waren da Pärchen. Auf einmal hat der rechte Tisch angefangen. Reich mir doch mal bitte den Honig, mein Honigkuchenpferd. Meine Gegenüber. Du Überohr gefangen. Schatzi, reich mir doch mal bitte den Zucker, mein Zuckerschnützchen. Und Moini wieder. Dann kam der Blick auf mich. Ich geguckt, was ich gebrauche kennt. Dann habe ich es entdeckt. Und dann habe ich gesagt, reich mir mal den Speckreber, du Sau. Hat die mir eine gewamscht, Herr. Dann wollte ich was bestellen, um zu vergessen. Was bestellt man da am besten? Nix Alkohol. Milch. Oder wärst du noch die erste Jahr von deinem Leben? Das sehe ich, totaler Filmriss her. Ja, bin ich hierher gekommen und meine Mutti gefroht. Ja, und Sibyl, hat das geklappt, den ihr heiratet? Ja, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Also sie hat gesagt, ich werde letzte, wo sie heiratet. Ja. Oh, man muss schon wieder der Erste sein. Also. Jetzt war die total enttäuscht und hat die gesagt, ach Gott, Sippchen, ich gebe dir jetzt einen Geheimtipp, wie du am Strand reiheweise die Frau an Land ziehst. Ich mit dem Geheimtipp runter an den Strand. Ja, die sind alle vor mir weggerannt und die eine oder andere hat sogar gerufen, ach Mann, du bist doch ein Bachwutz. Dann habe ich das abgebrochen. Bin wieder zurück zu meiner Mutti und haben gesagt, sag mal Mama, du hast doch mir gesagt, ich soll so schöne, rote, knallenge Badehose anziehen und soll mir eine Kronbeerin stecken. Aber ich gebe dir einen Tipp, wenn du deinen Tipp weitergeben solltest, mal an irgendjemand anderes, dann sagst du dem, dass du die Kronbeere vorne in ihn stecken sollst und nicht nur hinten. Ja. Ja, der Schuss ist nur hinten losgegangen. Ja, ja. Na gut, der Strand ist für eh nichts für mich. Da hat jeder gesagt, oh, Sepp, du musst Welle reiten. Ja. Ist dumm in Mallorca ein Gaul findest? Denk ihr, das bläht viel Wärme ins Wasser. Und dann verstehe ich ja gar nicht, warum da so viele Menschen von Haie gefressen werden. Mal ganz ehrlich. Also ich verstehe das nicht. Ganz kurz. Herr Strobe, könnten Sie mal ganz kurz hochkommen? Am besten doch gerade rechts rum. Ja, mitgehangen, mitgefangen, ja. So nicht nur da unten sitzen, da geht's so richtig los. Ja, da kommt gerade, ja so. Das kennen wir ja. Ich zeige Ihnen jetzt nur mal, warum ich das nicht verstehe mit dem Haiangriff und so, ja. So. Machen Sie mal auf. Ziehen Sie das mal ein. Oi, 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 hä? Er muss noch vorne gucken, sie muss ihm was suchen, hey, Badekaviar. So, und ich ziehe ihn auf. So,
Jetzt Brustschwimmen, ne? Und ich schäle den Kopf immer runter. Das geht ins Knick. Ne? Immer. So. Ja, nur Kopf runter und schwimme. Und schwimme. Ja, schwimmbewegen. Ja, jetzt hol ich, mach ich das nicht so. So, und den Kopf runter. So. Ja, und dann auch wieder her, schön die Bahn. So. Und ich bin jetzt nur der Hai. Ja, schwimmen, schwimmen. Schwimmen. Also ich werde schneller schwimmen an deiner Stelle. So, und Hans, komm, okay? Hansi mich jetzt geheert. Der Hai, Hansi der Hai geheert. Ah, das gibt's doch nicht, das hört man doch an der Musik, wo der Hai kommt. Wir müssen uns ja vorstellen, wenn Sie im Wasser sind und die Musik kommt, dann gehen Sie schnell aus dem Wasser. Aber die hätte ich auch wieder gern, gell? Vielen Dank! Applaus! Ja gut, Mallorca ist jetzt nicht so was für mich. Also ich habe jetzt okay wieder keine Frage gefunden. Jetzt sind wir wieder zurückgeflogen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, rechts mal Mutti, ich do. Und links so ein Graukopf ist ja, log ich hoher. Dann hat er mich angesprochen. Hallo, sollen wir mal ein Spiel spielen, um die Zeit zu vertreiben? Jo, kein Problem, soll mal Mau Mau spielen? Nein, nein, also ich bin ein sehr gebildeter Mann. Und wir spielen ein Spiel, ich stelle Ihnen eine Frage. Wenn Sie diese nicht beantworten können, so geben Sie mir 5 Euro. Stellen Sie mir eine Frage und ich kann diese nicht beantworten, so bekommen Sie von mir 50 Euro, weil ich so gebildet bin. Aha. Dann hat er weitergemacht. Also, da Sie ja nicht so gebildet sind wie ich, dürfen Sie auch anfangen. Dann habe ich Demo gegeben. Dann habe ich zu ihm gesagt, okay, also, was ist das? Es flieht in die Luft und hat 6 B. Während der Landung hat es nur 4 B. Und wenn es aufgekommen ist, hat es nur 2 B. Dann hat er gesagt, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Sie mir eine Frage stellen, die ich nicht beantworten kann. Hier haben Sie 50 Euro. Dann hat er gesagt, okay, aber jetzt gebe ich die Frage zurück. Ja, was ist das denn? Dann habe ich ihm 5 Euro gegeben und ich sage, keine Ahnung. Hör auf! Es ist Tobias Falz. Und er kommt vom Karnevalsclub Felseland. So, okay. Dreimal A! 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 Und Ausmarsch. Danke, Tobias, dass du da warst. Ja, liebe Gäste, unser 200 Minuten sind um. Wir bedanken uns bei allen Aktiven, bei allen Sänger, Tänzer, Musiker, Bühnenredner und vor allem bei unserem grandiosen Publikum hier im Saal. Hat es euch gefallen bei uns? Hat es euch gefallen? Wenn es Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer, auch gefallen hat, dann schaltet es auch nächstes Jahr 2018 wieder ein, am Faschingssonntag. Wenn es wieder ist, da wo man viel singt, tanzt und lacht, da ist die Badisch-Pfälzisch-Fasnacht. Und auf unserer Badisch-Pfälzisch-Fasnacht 3 unüberhörbare A,